Was geht ab, Freunde? Willkommen! Weiter geht es mit A Plague Tale Requiem. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für Sophia, die Unterstützung eurerseits bis hierhin. Etwas mitgenommen. Der Junge, er hat eine Wunde gesäubert. Geht ihm gut. Sie sind zum Wrack, suchen nach Vorräten. Zum Glück sind sie am Leben. Sie wollen dich sicher sehen. Ja, sie wollen mich Komm, sicher sehen. Langsam, reiß die Wunde nicht wieder auf. Ja. Ich glaube, dein Trank wirkt langsam. Ich hätte diese Male von Graf töten können. Du konntest nicht gewinnen, Anno. Nee, das waren einfach zu viele. Es ist zerstört. Es wird nie wieder segeln. Boote kommen und gehen. Aber es ist das Meer, das Sophia trägt. Du weißt, was ich meine. Bewahre dir das, was wichtig ist. Denn wenn es weg ist... Danke. Wir holen ihn zurück. Wahrlich ritterliche Worte, Arno! Nein. So etwas wie euch habe ich noch nie gesehen. Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Sicher in meinem Besitz. Solange bis er mir dient. Und bis er deinen Kopf rollen sieht. Und weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheißkerl! Ich kümmere mich drum. Ein Scheiß bist du. Hör doch nur einmal auf mich. Wieso? Damit du Rache üben kannst? Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo Hugo ist. Gib mir Deckung und pass auf. Der gehört mir. Tötet das Mädchen. Ja, man hat direkt gesehen, dass es eine Kampfarena ist hier. Guckt euch das an hier. Wie das schön aufgebaut ist. Aber hallo? Seht ihr das? Man wusste direkt, dass es eine Kampfarena. Jo, wo sind meine Sachen? Passt auf, sie sind hier. Lukas, bist du verletzt? Nein, aber wir stecken hier fest. Bleib am Leben. Ja, wir holen euch da raus. Ach Mann, ey! Du Sackgesicht! Was hast du mit dem Jungen gemacht? Er ist mein Sohn! Mach das vorbei! Das Kind gehört jetzt zu uns! Dein böses Werk wird nicht gelingen! Oh doch! Aber erst seid ihr dran! Ich verdammt! Du mit mir! Sofort! Erledige sie, Mädchen! Du bist härter als sie! Wieso wehrt er das einfach ab, obwohl ich das. Alter, du kleine Ratte, einer. Du kleine Ratte, ey. Junge, wie schnell ist der? Was ist sein Job, Alter? Was ist seine Mission? Junge, Junge, Junge. Komm her, komm her. Ist er jetzt nicht gestorben? Nee. Er dreht sich einfach mit mir. Sehr gut. Okay. Oh, was geht jetzt? Er denkt, ich bin tot. Oh, 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 oh. Und gibt sich der Makula hin. Marseille. Nach allem, was passiert ist, hast du ihn dorthin gebracht? Halt's Maul! Ich kümmere mich darum! Öffnet die Augen! Es ist zu spät! Alle werden sterben! Und er... Er... Anno! Wir müssen sofort los! Ihr geht!
geht nirgendwo hin. Verflucht, was ist das? Hexerei! Sie hat uns verzaubert! Ach Junge, du bist so nervtötend, das ist ja nicht mehr normal, Junge. Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe? Ich komme hier nicht weiter, ich bin tot. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt rennen oder soll ich jetzt kämpfen? Ich versteh's nicht, ich versteh's nicht. Vor allem dieser Typ mit dem Schild, der nervt so krass. Du Ratte, Alter, du hässliche Ratte, du. Verflucht, was ist das? Wo muss ich denn jetzt? Rette Arno. Sie hat uns verzaubert. Tötet sie schnell. Ihr Idioten! Seht es doch endlich an! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Wie kann man vor allen Dingen... Ich verstehe immer noch nicht, wie man die erdrosseln kann. Ich verstehe es nicht. Tja. Keine Ahnung, wie ich die töten soll. Ich habe ja nichts mehr. Du hast uns im Stich gelassen. Aber du kannst es wieder gut machen. Beweise Großmut. Mach diesem Wahnsinn ein Ende und lass den Jungen gehen. Wahnsinn regiert die Welt. Aber ich bring das schon in Ordnung. Ich will nicht so gerne töten. Aber ich lasse noch genug von dir übrig, damit du mir sagen kannst... Oh Gott, ich hab komplett daneben gewandert. Ich Idiot. Mein Herr, wir müssen fort. Jetzt! Nein! Wir bringen es zu Ende. Sie versucht uns zu retten, ihr Erschöpfer. Ich glaube, meinen Anführer. Für die hellen Tage! Emily ist tot. Sie war die einzige Chance, die unsere Welt hatte. Jetzt kniet vor mir nieder. Dahinter sind sie! Komm mit! Schnauze! Euer Tod ist so sinnlos! Aber ihr musstet alles ruinieren! Alles, was ich hatte! Du hast dich ruiniert mit deinen Lügen! Deine Tasche! Du hast zu viel mit Abschaum! Sie waren besser, als du es hier sein wirst! Oh, Scheiße. Das ist übel. Wir müssen schnell zu Hugo. Ich weiß, wir versuchen es ja. Hetz sie nicht. Bleib am Leben, Amicia. Was ist los? Bitte dein Schwert. Hallo. Keine Sorge. Ich komme schon zurecht. Komm da nicht ran. Sieh dich doch an. Oh, haltet euch! Ihr gehört mir! Mach sie fertig! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Puh, Leute! Okay, das juckt ihn absolut gar nicht. Ey, komm, dann kann ich ihn bestimmt nicht, wa? Sieh mal an! Dahinter! Scheiße! Oh Gott, es will ihn, es ist so nervtötend! Du dumme Sau. Ja. Jetzt. Yes! Das muss doch jetzt gewesen sein. Jawohl! Nein! Nein! Hallo! Das war's! Du bist alt, zu alt für den Kampf! Und ihr seid so unglaublich dumm! Amicia! Es ist vorbei! Was kann ich tun? Hör auf zu schreien. Entschuldige, ich... Bitte nicht... Die Zeit ist gekommen.
Und du hast mir ein gutes Ende beschert. Er ist ein guter Junge. Und du... Ich weiß. Die Sonne töten. Der Nebel. Hast es geschafft. Du Idiot. Wir sind dir was schuldig. Er ist überall. Die Ratten werden sich ausbreiten. Ist gefallen. Und werden wir noch Zeit haben? Ändert das was? Gehen wir einfach. Moment, Kleiner. Ich nehme die Zügel. Ich muss irgendwas tun. Bis Marseille. Nicht weit, schätze ich. Amicia, geht's dir gut? Nein, ich hätte... Hättest du nicht. Keine Ahnung, wie du überhaupt noch stehen kannst. Du hast alles gegeben, Amicia. Das wusste er auch. Und du hast ihm gegeben, was er am meisten brauchte. Den Tod des Grafen. Nein, Freunde. Und eine echte Bestimmung. Ja. Er hat sich für uns geopfert. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Jetzt müssen wir Hugo finden. Das wird ein Problem. Marseille ist so verdammt groß. Dieser Nebelausbruch hat bestimmt Spuren hinterlassen. Was dort auch geschieht, Hugo ist mittendrin. Woher wissen wir, dass er noch lebt? Ich hoffe auf irgendein Zeichen. Oha. Die Art von Zeichen? Ja, das ist er. Aber das dürfte kein gutes Zeichen sein. Was ist das für ein Lärm? Kommt er aus der Stadt? Er kommt aus dem Boden. Wir müssen sie finden und hier weg. Lauf! In der Stadt ist etwas Schreckliches passiert. Was? Was ist passiert? Flieht in die Hügel. Nein! Zum Meer! Suchen wir ein kleines Boot. Was ist das für ein Groll? Das Tor zur Hölle wurde geöffnet. Marseille ist verloren. Der letzte Ruf der Makula. Mama! Wir müssen zurück und Mama suchen. Steh auf! Bitte steh auf! Ich kann nicht! Mein Bein! Du musst! Wir brauchen ich mehr lasse Hilfe! Dich nicht hält das Ding auf! Marseille, sie verbarrikadieren das Tor. Warum? Weil das Grollen von der anderen Seite kommt. Und die Leute, die noch da drin sind, die sind schon tot. Mach weiter. Junge, Junge. Und jetzt? Es gibt noch ein anderes Tor, aber das Heu liegt im Weg. Warte, wir haben die Kanone. Kannst du sie bedienen? Jawohl. Keine Ahnung, warte. Du schiebst hier. So müsste es gehen. Ich hab's raus, glaube ich. Dann los. Griechisches Feuer? Ja, der Graf hat sich ein paar Waren vom Orden besorgt. Wir gehen also hinter diese Mauern? Denk jetzt nicht drüber nach. Gehen wir, Sophia! Und weiter geht's! Alles klar. Flammenwerfer-Action jetzt, oder was? Wahrscheinlich schon, ne? Ja?
meinst du? Wie viele? So fängt es also an. Was? Unsere Strafe. Oh mein Gott. Oh. Die Ratten, Alter. Oh, Junge, das sieht jeder ab, ey. Wie krass ist das denn? Ratten-Tsunami, ey. Lawine. Wir sind da. Ich war noch niemals in Marseille. Tja, du kommst zur besten Jahreszeit. Suchen wir meinen Bruder. Freunde, es ist krank, ja. Ey, diese gescripteten Events sind auch ganz geil. Sterbende Sonne. König Hugo. Das ist bestimmt das letzte Kapitel jetzt, wa? Das ist schon das letzte Kapitel. Oh, nee, ey, das macht so Bock. Das macht so Bock, das Game. Aber irgendwann muss es zu Ende gehen, wa? Dich kann doch nichts aufhalten. Stimmt. Ich vergesse es nur manchmal. Lukas. Ich muss schon sagen, es ist eine Ehre, denn du bist an meiner Seite. Du bist viel zuverlässiger, ruhiger und freundlicher als sonst wer. Ich weiß nicht. Du bist meine Familie. Sagt ihr all das, weil ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Ihr werdet noch sehr lange leben. Ihr schafft es. Und das ist ein Befehl. Er muss leben. Er verdient etwas viel Besseres als das. Gut. Pass bitte auf. König Hugo, finde Hugo. Puh, Leute. Sie werden wie eine Armee. Das sind sie jetzt auch. Mit Hugo als ihrem Anführer. Das war schon immer sein Lieblingsspiel. Erobern. Tja, da lebt jemand seinen Traum. Wow, ja, das ist sein Traum gewesen. Was haben wir denn hier? Und direkt, was haben wir denn hier? Junge, was ist denn jetzt hier los, ey? Man spürt halt jede Welle, wa? Jede Rattenwelle, jeden Herzschlagstoß dieser Macht. Mit dem Controller, ne? Das ist schon... schon sehr geil gemacht. Schickt jetzt eine Welle nach der anderen runter oder was? Hey, sieh mal, wer überlebt hat.
Eine Nelke. Die erste Blume, die mir Hugo gebracht hat. Kurz bevor wir dich kennengelernt haben, Lukas. Jetzt fühle ich mich alt. Die Blume zu... Finde alle Blumen. Ey, was geht? Zaubert sicher ein Lächeln auf sein Gesicht. Ja. Okay, dann sind das anderes. Die anderen beiden Federn. Guck mal, 10 von 12 ist ja ganz gut, aber 9 von 21. Ausbaufähig, sag ich mal. Gut, Freunde. Wir hören hier auf. Vielleicht ist es beim nächsten Mal schon das Ende. Wie gesagt, ich bin immer noch weit vor Release. Ich habe gar keine Übersicht. Keine Ahnung, wie lange es noch geht. Kann auch 20 Minuten gehen, kann auch 40 Minuten gehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden sehen, wir werden es durchzocken, logischerweise. Und ja, Freunde, danke fürs Zusehen. Liken, kommentieren, eure Meinung gerne immer wieder in die Kommentare zu dem, was da abgeht. Und es ist einiges. Rest in Peace, Arno. Sympathische Figur. Direkt wieder abgemoxt, demnächst, ja. Da machen sie keinen Halt, wa? Da sind die schön konsequent. Naja, gut, wir hören uns. Haut rein.